So, Guys, jetzt gucken wir mal, wie ich abgeschnitten habe, okay? Wir gucken, wie ich abgeschnitten habe. So, Kaito hat hochgeladen, ne? Kuron oder Ruffy, wer sieht besser aus? Ich glaube, wir alle wissen die Antwort, oder? Wir alle wissen diese Antwort. Wir wissen alle, wer besser aussieht. Meine Damen und Herren, es ist doch mehr als offensichtlich, oder? Ich bin gespannt, was das Anime sein wird. Ich habe Angst. Ich habe den Leuten die Frage gestellt, die sich jeder Anime-Fan schon mal gefragt hat. Wer ist der Schönere? Ruffy oder Kuron? Und naja, dabei kamen dunkle Wahrheiten wie... Weißt du, das auch schon wieder. Wer ist der Schönere? Ruffy oder... Hör mal, bei mir wird so ein Dings genommen. So ein Screenshot aus dem Video. Bei ihm, Digga, Instagram, Filter, Meta, Digga. Das ist schon wieder Wettbewerbsverzerrung. Wettbewerbsverzerrung, meine Damen und Herren. Kuruno. Und naja, dabei kamen dunkle Wahrheiten wie diese ans Licht. Animagic 2019, ich war als Himiko da und er hat mir auf die Titten geguckt. Und auch... Amir? Statement? Fragwürdige Angebote wie dieses. Boah, ich muss Ruffy von hinten nehmen, Bruder, tut mir leid. Als Michelle, Statement? Als ich den beiden davon erzählt hatte, so ein Video drehen zu wollen, war der eine besonders motiviert und der andere war ein bisschen verwirrt. Digga, was? Guck mal, wie ernst er das motiviert genommen hat, Bro. Ami hat das so ernst genommen. Er so, Bruder, ich schicke ihn ganze Fotos. Ich schicke ihn jedes Foto. Ich bin ready zu gewinnen. Und der andere war ein bisschen verwirrt. Digga, was ist denn mit Ami los, Alter? Ist ja. Er desperate oder wieso nimmt er das so ernst? By the way, Ruffy hat bis heute kein Bild gesendet. Ja, ich wollte ein Bild senden, aber dann habe ich das verschoben und dann dachte ich mir so, ach... Keine Ahnung, ich mach das noch und dann habe ich es vergessen und dann hat er geschrieben, yo, Video ist fertig und ja, ne. Aber man hätte auch ein besseres Bild nehmen können von mir als ich im Naruto-Cosplay, okay? Das muss man dazu auch nochmal erwähnen. Trotzdem habe ich den Menschen auf der... No hate gegen Kaito, by the way, ne? Ihr wisst Bescheid, Liebe. Animagic diese besondere Frage gestellt und naja, guckt euch das ganze Spektakel einfach mal selber an und schreibt mir gerne in die Kommentare, wer ist denn euer Favorite? Guckt ihr Anime-YouTube... Kev, Digga, ich sag's dir, Kev, wenn du nicht richtige Antwort geliefert hast, ich mach dich fertig, Bro. Eher ein weniger, oder? Nee. Aber ihr kennt bestimmt Kuruno. Ja. Ruffy kennt ihr auch? Irrelevant. Keine Cloud, keine Dragon Ball Premiere. Ich verliere an Boden, meine Damen und Herren. Mich kennt einfach keiner. Der in Minuten immer macht. One Piece in Minuten. Okay, ist egal. Wir sind nicht auf YouTube. Ja, ist egal. Wer von den beiden ist hübscher? Ganz... Trocken. Ich finde Kuruno cool und ich finde ihn auch hübsch. Und Ruffy? Guck ihn dir nochmal an. Ja, ich finde also ihn mit cool. Dem, mit ich dem, nicht wenn du ein. Hä? Ich finde ihn nicht hässlich. Ach so. Nicht hässlich. Nicht hässlich. Oh, ich habe was anderes verstanden. Nein. Ich habe verstanden, ich bin nicht lesbisch. Also, was hat das mit Ruffy zu tun? Um Gottes Willen. Ich bevorzuge keinen Ausreden. Okay, das ist eine gute. Clap. Seine Freundin? Gute Antwort. Clap. Gute Frau gefunden. Aber du, unter uns Männern, wir wissen... Junge, ist das Fangfrage? Nein. Safe ist ja in Wirklichkeit der andere voll hübsch, aber er sieht immer so scheiße aus, deswegen sollen wir jetzt eigentlich den anderen nehmen. Und er hat recht! Und er hat recht! Ja, genau, das ist Brainfuck. Ruffy, du siehst scheiße aus. Er sieht immer so aus. Was, das ist jetzt scheiße von dir, dass du den scheiße so aussiehst. Oder hab ich sowas verstanden? Doch kein Big Win. Tindergold oder der mit Leidenschaft? Tindergold. Junge, ja, natürlich Leidenschaft. Scheiß auf Tindergold. Was ist das für ein Bild, Bro? Dankeschön. Kein Thema. Schönen Tag noch. Kennst du Ruffy? Ja, magst du ihn? Ja. Habt ihr gehört? Sympathisch. Deswegen frage ich dich, wer von den beiden ist denn der Hübschere? Hey, war das nicht eben schon? Der Hübschere? Der Hübschere. Darf man sowas bewerten? Natürlich. Eigentlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Ohne Witz, ich finde Kuruno echt cool und ich finde, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass man da auch viel Spaß hat. Leider hast du irgendwo recht. Ich hoffe, ihr seid auf YouTube ein bisschen unterwegs oder kennt Anime-YouTuber. Kuruno? Ja. Ruffy? Kennt ihr? Was kann ich denn machen, um mehr Cloud zu gewinnen? Aber wisst ihr was? Das ist okay. Soll ich euch sagen, wieso? Ich erkläre euch, warum das in Ordnung ist. Wisst ihr, ich, ja? Guck mal. Amir, er ist für die Frauen da. Er macht die Videos und so. Aber ich bin für euch da. Ich bin für die Brüder da. Ich bin für die Brüder da, die in der Shisha-Bar chillen und wissen wollen, ey, was geht denn da und da ab? Ich bin für euch da, Guys. Für euch bin ich da. Versteht ihr das? Ich habe mich für euch entschieden, um mit euch zu sein. Könnt ihr das verstehen? Das ist wichtig und richtig. So ist das immer. Also Ruffy kennt irgendwie nur Männer. Ich weiß nicht warum. Ich glaub...
Weil er für die Boys da ist. Weil er für die Boys da ist. Ruffy, bei dir läuft nicht. Wer von den beiden ist hübsch? Ja, weiß ich nicht, mein Junge. Würde ich nicht so ausdrücken. Ruffy, der Leidenschaft für jeden Anime mitbringt, das sieht er sofort, oder? Guck mal, was ist das? Also was ist das für eine Gegenüberstellung? Also wie soll ich denn da andersweise competen? So ein Dingsfoto, Digga, was soll ich machen, Bro? Tindergold. Ja. Ehrlich. Ehrlich. Okay, weil wir Kurono leider schon so lange kennen. Kurono. Und was ist mit der Leidenschaft? Braucht ihr keine Leidenschaft? Aber Kurono hat auch Leidenschaft. Ja. Die Leidenschaft willst du nicht. Wer von den beiden ist hübscher? Schwer zu sagen, ist relativ. Kommt drauf an, wer es betrachtet. Das ist die richtige Antwort. Du Single und du müsstest einen Arm mit einem Mann. Dann lieber den guten Kuro. Den Kuro. Arm, ja. Aber ich kenne sein Verhalten mit Kuro und Pico, also. Ja, ich kann dir die Nummer geben nach dem Interview, ist kein Problem. Okay. Guckst du mit Ruffy einen Abend Anime? Verändert sich dein Leben? Ja, guck mich nicht so an. Guckst du einen Abend mit Kurono Anime, wird der Anime nach 20 Minuten ausgemacht und die macht hoffentlich nichts anderes. Digga, komm ich wie 5 rüber oder was? Was ist das denn für ein Satz, Bro? Ich frage nicht, wer besser aussieht. Du findest Kurono hübscher. Er spricht mich jetzt erstmal direkt an, ne? Er sieht mir halt viel zu jung aus. Wenn man ich nehme jetzt Ruffy, okay? Wieder beide denn? Nein, dann beide. Das war voll das Mitleidsjahr, Digga. Einfach ein richtiges Mitleidsjahr, hilf mir. Beide. Gedribbelt. Bruder, warum läuft bei Ruffy überhaupt nicht? Der Arme kriegt gar keine Frauen ab. Meinst du, das liegt an seinem Auto? Ich erkläre das immer wieder. Das ist ganz einfach. Das ist wirklich ganz einfach. Leute, pass auf. Wisst ihr? So, mit Frauen, das ist ja ein Spiel. Irgendwo ist es ja ein Spiel für viele, okay? Und ich sag so, manche Leute gewinnen im Spiel. Das ist okay. Aber andere Leute gewinnen im Leben. Man kann ja nicht beides haben. Und ich habe mich für eine Sache entschieden. Simple as that. Aussehen? Sein Charakter. Sein Charakter. Aber wo wir gerade bei schwul sind. Ja. Wer von den zwei Anime-YouTubern, Ruffy oder Kurono, ist hübscher? Kurono! Ich hab ein Bild mit Kurono und ich liebe diesen Mann bis heute noch. Animagic 2019 habe ich dieses Bild mit ihm gemacht. Kurono, falls du das siehst, Ehrenmann. Ja, das ist ein Heimspiel für ihn. Das ist ein Heimspiel für ihn. Da bin ich auswärts. 2019, ich war als Himiko da und er hat mir auf die Titten geguckt. Und es war nicht im schlechten Sinne. Aber hey, wenn das Frauen sind, wo man scoren kann, wenn man auf die Bubi schaut, dann okay, fair enough, Kuro, bekommst du. Die Geschichte ist wahr, ich kann das bezeugen, weil ich den Arm ja kenne. Weil damaliger Kumpel von mir, der stand mit Kuro nur am Baum und ich bin hingerannt, weil ich mich gefreut habe, dass Kuro nur kam. Und ich bin halt gerannt und ich hatte halt nur ein Sport-BH an, dann ist es halt gebounced, so wie es halt ist. Und ja, so ist die Schwerkraft. Und ich sehe nur hin, ne? Warte. Also ich weiß nicht, ich war als Himiko da. Warte. Wir machen FaceTime. Hey, ich habe eine wichtige Frage. Hast du 2019 dieser Frau auf die Titten geguckt? Wahrscheinlich aus Versehen, ja. Okay, Bro, das war's schon. Er sagt ja. Ich habe endlich Klarheit. Als ob ich diesen Fall hier gerade gelöst hätte. Wer ist hübscher? Ruffy oder Kuro? Kev, komm. Kev, Bro, mach jetzt nicht so. Bitte, Brüder müssen zusammenhalten. Ich habe gerade schon gesagt, Jungs, es fällt mir sehr schwer. Also ich muss mich ja entscheiden. Es gibt ja keinen, ne? Den einen oder anderen. Der eine hat Leid. Er wird Amir sagen. Der andere hat Geld. Ey, oha. So würde ich das behaupten. Ich entscheiden. Es gibt ja keinen, ne, den einen. Der eine hat Leidenschaft, der andere hat Geld. Okay, bescheiden. Habe ich halt kein Geld. Ist auch okay, wenn die Öffentlichkeit so denkt, besser für mich. Ey, oha. So würde ich das behaupten. So willst du das behaupten? Ja. Meinst du nicht, beide haben Leidenschaft und Geld? Kev, my man, Digga. Der eine hat mehr Leidenschaft, der andere hat mehr. Mehr also, weniger Leidenschaft. Also ich muss sagen, ich mag Ruffys Style auf jeden Fall. Ich habe ihn ja schon ein paar Mal getroffen und ich. Ich muss Ruffy von hinten nehmen. Mit seinem Style. Seht ihr? Amir habe ich noch nie getroffen, tatsächlich. Ich war, glaube ich, mal auf einer Con, habe ich ihn kurz gesehen. Wer ist hübscher für dich? Objektiv, als Mann. Objektiv als Mann. Also, auf wen ich eher stehen würde, wenn ich jetzt auf Männer stehen würde. Ja. Boah, ich glaube, dann wär's Kurono tatsächlich. Nicht mehr da. Ich glaube, dann würde ich das eher so sagen, aber sage ich auch nur. Chat, weil so zwischen mir und mir und euch bin ich hässlich. Was ist das so? Ist das so? Ich glaube, dass ich so vielleicht so einer wäre, der auf Südländer stehen würde. Er wäre einer, der auf Südländer stehen würde. Let's go, Kev, Digga. Er ist ein bisschen verwirrte Phase gerade, okay? Er muss sich finden.
Vielleicht. Ich auch. Ja, so, ja, okay. Geil, ne? So. So, am Start. Wenn du Kombos, ich weiß schon. Schwul wärst. Ah, okay. Diese, okay. Mit wem würdest du eher ballern? Mit Amir, Kuruno oder mit Rafi? Also guck, Rafi, du reagierst auf meine Videos. Eigentlich muss ich jetzt mit dir ballern, Bruder. Weißt du, ehrlich. So, weißt du, diese Schleimfilm, weißt du? Aber würdest du eher hinten oder vorne stehen? Boah, ich muss Rafi von hinten nehmen, Bruder, tut mir leid. Weil mein BBC ist gigantisch, Bro, du weißt selber. Das ist auch gut für dich. Und warum nicht Amir? Also Kuruno? Bruder, Kuruno ist auch sehr süß, Bruder. Ja? Der kann zugucken. Das ist ein krasses Angebot, das hatten wir heute auch noch. Der Typ ist so verloren, das ist so geil. So, weißt du? Aber ich glaube, ich mag Kuruno. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob der zugucken will. So. Aber der kann. So. Michel, was ist eigentlich los bei dir? Wieso rockst du eigentlich dieses Zorro-Cosplay back-to-back? Aber du würdest Ruffy ballern. So, Ruffy, Bruder. Weiß ich nicht, ob der dann in Minuten so schneiden kann mit seinem Arsch. Solange er noch reagieren kann. Wenn er mir gönnt, muss ich auch gönnen. Nur noch Zweitkanal läuft danach. Bro, wir gehen wieder auf ein Video für dich. Von dir, es tut mir leid. Die nächsten Kandidatin oder Kandidatin, ein wunderschöner... Oh, Tengen. Meint ihr, Tengen kann man scoren oder kann man nicht scoren? Genau. Tengen. Danke. Auf einmal ist er weiblich geworden, ich weiß nicht, was passiert ist. Welcher Mann von diesen zwei ist hübscher? Ruffy oder Kuruno? Ey, das Bild, ne? Es ist wirklich... Ich meine, ich verstehe, dass das ein bisschen schwierig war, weil ich kein Bild geschickt habe, weil ich das vergessen habe, aber Bro, das kannst du doch nicht bringen. Ich mag die beide, ich gucke von beiden die Videos. Welche Videos guckst du mehr? Ruffy. War klar. Videos, it's Luffy. Also findest du auch Ruffy hübscher? Ja. Wer sieht geiler aus, Ruffy oder Kuruno? Boah. Nee, Digga, enttäusche mich nicht. Aber auf Ernst jetzt, bitte einmal ernst, du kleiner Wichser. Einmal ernst. Ja. Wenn du schwul wärst. Deine Videos sind so orange. Also der Nicht-Face-App-Amir, boah. Der Nicht-Face-App-Amir ist was? Aber wahrscheinlich eher Amir. Warum? Weil Ruffy sieht aus wie Corby. Aber du hast zu mir gesagt, du vibest besser mit Ruffy. Es geht nur ums Äußerliche, was soll ich sagen? Hallo? Aber das verstehe ich jetzt wieder nicht. Also das verstehe ich jetzt wieder nicht. Da bin ich jetzt wieder verwirrt. Er sieht aus wie Corby, war die Aussage. Also, hallo? Das ist doch ein gut aussehender junger Mann. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Okay. Und du? Ich bin tatsächlich, glaube ich, bei Ruffy. Er steht auf Leidenschaft. Nein, ich gehe da nicht darum. Ja, vorhin hattest du ja jemanden. Mit Amir hast du keine Leidenschaft. Nee, vorhin. Doch, es geht ja nur ums Äußere. Digga, dieses Leidenschaft-Ding hat aber echt lange durchgezogen in dem Video. Es geht ja nur ums Äußere und so, ne? Charakterlich kann ich Ruffy ja gar nicht einschätzen, kenne ich ja nicht. Mit Amir weiblich charakterlich, der macht so UFC und so, fühle ich alles, bin ich dabei. Das willst du aber nicht im Schlafzimmer. Da bin ich nicht im Schlafzimmer. Du hattest vorhin jemanden, das war richtig cool, da hat der gesagt, ich glaube, ich stehe auf die Südländer. Steht. Also südländische Frauen sind gar nicht mein Typ. Also gar nicht. Also stehst du nicht auf Amir? Deswegen. Aber es gibt eine Ausnahme. Okay. Es gibt eine Ausnahme. Sorry, Habib Lalib auf Twitch, der ist unglaublich sexy. Er hat einen kleinen Penis. Aber er ist sexy. Aber klein. Okay, damit wir es beenden. Werdet ihr eher vorne oder hinten? Wenn ihr es schon mit einem von den beiden treibt. Ihr müsst nicht sagen, bei wem. Warum denkst du nach? So, ich sehe nur dieses... Aber er hat hartnäckig nachgedacht. Ja, ja, er hat wirklich... Es geht mir gerade alles ein bisschen in eine ganz komische Richtung. Ich hab an Ultimate Michel gedacht, weil er ist vorhin gut argumentiert. Der krass. Ich stehe immer hinter meinem Bro. Das ist ein guter Aussage. Ich auch. Auf gar keinen Fall vorne. Lügner. Ich weiß nicht, seid ihr auf YouTube unterwegs? Das war ein ganz, ganz komischer Cut gerade. Ich möchte mich gerne distanzieren von diesem Cut gerade. Also, Video machen nicht, aber anschauen ja. Ihr guckt auch Anime-Videos hier und da mal? Ja, im deutschen Bereich. Digga, das ist ein Fire Force Cosplayer. Ich bin so ziemlich die einzige Person auf diesem Planeten, die ein Fire Force Video gemacht hat. Bitte, da muss man doch ein bisschen gönnen. Vielleicht auch mal. Die runtergerippten Folgen Baki. Nein, ich meine. Okay. Ich meine eher die YouTuber, Kuruno oder Ruffy. Ja, ja. Also man kennt sie, ne? Ja, beide. Ja. Okay, dann man meine Frage. Sie. Wer von den beiden ist denn hübscher? Dieser Super Ninja, der da zu Hause immer sitzt. Ich bin schon sexy. Oder dieser junge Mann. Ja, also. Jo Leute, ich habe Inuyasha im Prime gefunden. Der Warum wurde das rausgeschnitten? Hat der Typ mit seiner Freundin nachher Schluss gemacht oder was? Dunkelste Punkt des Internets tut sich eine... Dieser Moment ist Ruffys Willen Origin. Sache fragen. Welcher Anime-YouTuber in Deutschland, im deutschen Bereich, ist hübscher? Ruffy oder Kuruno?
und Ruffy ist in Prime? Auf jeden Fall eine schwierige Frage, aber leider muss ich bei meinem Boy Kurono bleiben. Weiß ich nicht, ob der dein Boy ist. Werde ich überstehen. Schwierig. Also mir gefällt also Fan-Favorite bekommt schon der Ruffy. Absolut, ja. Definitiv, ja. Er sieht ja, auch besser aus. Seht ja, auf jeden Fall. Also schau doch mal, wie Fire sympathisch. Der tut Tinder Gold. Aber soll ich euch die Psychologie erklären, warum sie jetzt ja gesagt hat? Das ist ganz einfach. Die Psychologie dahinter ist, dass sie nicht, dass sie kann hier nicht Amir sagen neben ihrem Freund, weil das Bild von Amir ist ja ein ernstes Bild. Und wenn sie sagt, dass sie ihn schön findet, dann wird ihr Freund natürlich sofort Paranoia schieben und sagen, warum findest du den denn schön? Aber mein Bild ist halt so, das ist halt nicht ernst gemeint, so kann man sagen, okay, der ist nicer. Versteht ihr die Psychologie dahinter? Die ist richtig smart. Nur so, als wenn er Anime mögen würde, weil es zurzeit in ist. Ja? Tinder Gold, wohl eher Tinder Gold. Wenn ihr wüsstet, wie... Warte, was? Wüsstet, wie gut das getroffen ist. Hä? Gold, wohl eher Tinder Gold. Wenn ihr wüsstet... Tut nur so, als wenn er sympathisch. Und der... Definitiv, ja. Er sieht auch besser aus. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also schau doch mal, wie sympathisch. Und der tut Tinder Gold. Tut nur so, als wenn er Anime mögen würde, weil es zurzeit in... Das war ihr Bruder. Okay, dann danke, Mikuri, fürs Aufklären. Wir können, ja gut, ne? Mit Anime-Fans kann halt alles abgehen bei denen. Okay, wir können uns meine Psychologie von eben sparen. Ich hab ne Scheiße gelabert. Tinder Gold, wohl eher Tinder Gold. Wenn ihr wüsstet, wie gut das getroffen ist. Der hat Amir auseinandergehört. Tschüss. Amir, Bruder. Leidenschaft oder Geld? Was nimmst du? Das Ding ist halt... Ich finde das gut, dass alle denken, dass ich so broke bin. Das ist voll nice. Mit Leidenschaft so quasi, ich kann 24-7 mit ihm talken, so you know. Weiß ich nicht, ob Ruffy mit dir talken will. Deswegen, ich würde sagen, Geld an der Stelle. So, Geld geht immer. Weiß ich nicht, ob der dir Geld geben will. Irgendwie schaffe ich es. Irgendwie kriege ich immer Geld von jedem. Kannst du mir sagen, wie du das machst? Ich bin Latino. Guckst du Anime-YouTube-Videos? Kurono, Ruffy. Ah. Hast du dich schon mal gesehen? Ruffy, ja. Kurono nicht, ne? Es macht doch scheiß Videos, meine ich. One Piece-Theoretiker auch ab und zu. Jawohl, OPT, man. Leo ist da. Kurono, er ist sehr nervig. Du kennst sie, das reicht ja. Schon. Ja. Wer von den beiden ist nämlich hübscher? Ruffy, der Leidenschaft mitbringt und alle deine Wünsche erfüllt? Ja. Oder der dich einmal beglückt und... Nein, Ruffy. Yeah. Ruffy. All Might weiß Bescheid. Ruffy, ich kenne ihn, ich schaue jedes seine Videos. Sieht doch gut aus. Ja, definitiv. Okay, Leute, wir haben auf der Anime-Jig gefragt, wer war hübscher, Ruffy oder Kurono? Und ja, die Entscheidung ist wohl irgendwie gefallen. Leider nicht so, wie ich wollte. Aber ein gewisser Herr, der gerade wahrscheinlich in Istanbul chillt und sein Leben richtig gönnt, seine Eier sind so fett, wollte keine Bilder schicken, weil der introvertiert ist. Bruder, hättest du ihm doch einfach nur ein WhatsApp-Bild von dir geschickt. Es hätte gereicht. Wir hätten Amir besiegen können. Aber jetzt sitzt du da in deinem Stream vielleicht und reagierst hier auf die Scheiße und ja, bist selber schuld. Kurono ist wahrscheinlich der Hübsche. Also Bruder, ich sag mal so, ich komme ganz gut damit zurecht, hier auf einer Anime-Messe verloren zu haben, denn ich weiß, dass ich mein Heimspiel gewonnen habe. Deswegen, it's all Gucci. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach ein Like da, lasst ein Abo da. Die Frauenquote einblenden? Die Frauenquote blenden wir nicht ein, nein, Ruffy. Ich will dich nicht noch depressiver machen. Und deswegen beenden wir das Video jetzt auch. Oh Mann, Digga, es ist wirklich. Ich war auf es ist wirklich wieder anderer Content auf YouTube, der herumkursiert. Es ist anderer Content. Aber ich hab's ja gesagt, ich hab's dir nochmal bestätigt. Ich bin für die Boys da. Für euch. Damit ihr Content habt, bin ich am Start. Also seid froh. Ja, seid froh.